Hab ich irgendwelche Publikumswünsche vergessen? Ich glaube ja, ne? Powertier! Ja, Powertier ist ein halt genug. Okay, eines von meinen. Zu Hause im Sommer. Wer hätte das gedacht? Cool. Auf den Spaß, ich bin der Nacht. Bitte. Natürlich. Und jetzt kommt meine beste Ansage den ganzen Abend. Und zwar geht die so. Ja, ich habe das gehört und wir werden all diese Publikumswünsche jetzt der Reihe nach abarbeiten. Ich habe mal ein anti-esoterisches Lied geschrieben namens Jule, vergiss das Jenseits. Einige fragen mich, ist doch gar nicht so schlimm, wenn ich irgendwas glaube, was nicht schädlich ist. Also sie meinte Sternzeichen. In welcher Welt ist Astrologie nicht schädlich? Angefangen von der Geschichte des 30-jährigen Krieges, Wallensteins große Fehlentscheidungen mit zehntausenden Toten, falsche astrologische Voraussagen. Aber man muss gar nicht. Astrologie ist mindestens so schlimm wie Rassismus. Na Moment. Genauso. Oh, du bist ein Wassermann? Nein! Oh nein, niemand möchte was anfangen mit Wassermännern. Schlimmer als Rassismus, weil es niedlich daherkommt. Rassismus, wir wissen, dass das böse ist, aber Astrologie ist eine harmlose Spielerei. Außer man nimmt es für das, was es ist, nämlich... Wahrheit. Ich bin ja nur mein Plädoyer. Und wenn es nicht stimmt, ja, am Arsch. Ich finde Astrologie sehr, sehr schlimm. Ich finde es nicht gut. Und es ist rassistisch und es sollte abgeschafft werden. Sucht euch doch einen Powertrip, der nicht so rassistisch ist. Gut, meine Meinung. Ich dachte, wir gewinnen, weil die... wissenschaftlich denkenden Menschen im Raum, die noch auf meiner Seite stehen. Ich dachte, wir gewinnen. Aber dann, das war ein Traum, musste ich erkennen, dass wir uns mit den blöden Eselhackfressen arrangieren müssen. Ihr seid zu mächtig. Meine Verfolger sind zu stark, oh Herr. Ich befehle mich in deine Gnade. Wir müssen uns mit den Eselhackfressen arrangieren, so wie sich die Franzosen 1941 mit den Nazis arrangiert haben. Das ist der einzige Weg, wie wir überleben können. Und davon handelt dieses Lied. Das heißt, mein Powertier ist ein Gnu. Ich hoffe, ihr genießt es jetzt noch. Du brauchst ein Powertier, um deine innere Stärke zu kanalisieren. Ich sag, ich glaube nicht, dass sowas funktioniert. Sie sagt, Augen zu und konzentrieren. Eine Zeit lang sah ich nichts. Dann traf es mich wie ein Lichtblitz. Mein Powertier ist ein Gnu. Ich kam durch Zufall dazu. Kein Tiger und kein Känguru. Mein... Ihr klatscht dreimal, wisst ihr nicht. Wie eben bei Liebling, du hast hier dreimal klatscht. Wir machen das jetzt, das wird toll. Mein Powertier ist ein Gnu. Ich kam durch Zufall dazu. Kein Tiger und kein Känguru. Mein Powertier ist ein Gnu. Das könnt ihr auch mal machen und das ist nur richtig, wenn es kitzelt an den Lippen. Komm schon. Ich weiß, im Stadion wollen Leute immer, dass ihr sowas singt wie oh, 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 aber ich sage
auf ihr, als ihr 10 wart auf dem Spielplatz. Und ihr wart die Könige und Königin der Welt. Niemand konnte euch irgendwas anhaben. Ihr habt genau das gemacht. Ihr seid so rumstolziert und habt gemacht. Ich hör zu. Okay. Hör zu, ich will es einfach weiter ausführen. Wie ein Gnu erdulde ich harsch durch die Savanne den gefährlichen Marsch, verfolgt von... Bitte nicht laut unterhalten vor der Bühne. Es geht um die delikate Balance der Worte. Wir haben da hinten den Barbereich. Ich verstehe, wenn Leute sich austauschen wollen. Bitte da hinten, nicht unter meinen Augen. Um es mit dem 14-jährigen Mädchen zu sagen, was mich zu sich eingeladen hat. Als ich auch 14 war. Als sie mich bat, Platz zu nehmen und ihren David Hamilton Poster. Was ich damals schon zweifelhaft fand. Moment, sexy 12-jährige? Ich bin 14, ich finde das nicht okay. Ja, du sitzt da, okay? Und dann packte sie ihre Barclay James Harvest LP aus und legte sie auf und sagte, du musst auf den Text achten. Und darum bitte ich euch jetzt auch. Wie ein Gnu erdulde ich harsch durch die Savanne den gefährlichen Marsch, verfolgt von Löwen und Krokodilen. In der Herde bin ich einer von vielen, bis wir dann am Ziel sind. Und das Gefühl stimmt. Mein Powertier ist ein Gnu. Ich kam durch Zufall dazu. Kein Tiger und kein Känguru. Mein Powertier ist ein Gnu. Sagte, du weißt jetzt, wie es geht und wo du als Individuum stehst. Ich sagte, eigentlich eher nicht, denn ein Gnu ist emotional unzugänglich. Sie sagte, das ist doch der Punkt, Bernd. Da hättest du deinen Befund. Mein Powertier ist ein Gnu. Ich kam euch Zufall dazu. Kein Tiger und kein Känguru. Mein Powertier ist ein Gnu.